Herzlich willkommen zu unserem Online-Training, heute für die Altersklassen U10 bis U14. Wir wollen mit euch vor allem im Bereich der Technik, da der Ballgewöhnung und der Koordination arbeiten. Ihr braucht dazu gar nicht mehr als 2x2 Meter. Ihr braucht eine Unterlage, das kann auch eine ganz normale Decke sein, zwei kleine Bälle, Tennisbälle, vielleicht auch kleine Minibälle. Das können aber auch Socken sein, die ihr einfach ineinander stopft. Ihr braucht einen Fußball und zwei Markierungsgegenstände. Mehr nicht. Gut, wir beginnen mit einer ganz kurzen Aktivierung, bevor wir an den Ball gehen. Erste wird sein für den Oberkörper, für die Arme. Wir starten in 5 Sekunden. Okay, fertig werden, einfach hinstellen, Arme schon mal komplett nach oben nehmen und los geht's, wir wippen leicht nach hinten. Körper ist stabil, Arme bleiben gestreckt, nach oben, wippen nach hinten. Und jetzt nehmen wir die Arme etwas mehr zur Seite, bleiben aber in diesem leichten Pulsieren nach hinten. Und jetzt parallel zum Boden. Noch 5 Sekunden. Und wir gehen gleich über ins Anfersen, Knie zum Gesäß, Arme gehen ganz normal wie beim Laufen am Körper mit. Wir bleiben am Ort. Auch hier noch 15 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Okay. Arme vor dem Körper, tiefe Kniebeuge, wir winkeln weit aus. Tiefe Kniebeuge, andere Seite auswinkeln. Versucht beim Auswinkeln das Knie über die Hüfte hochzuheben und dann weit auszuwinkeln. Die Fußspitze ist angezogen. Tiefe Kniebeuge, weit auswinkeln. Noch 10 Sekunden. Letzten 5. Beide Beine weit auseinander, beide Hände zum Boden und immer eine Hand geht zur Decke, wir schauen hinterher. Wieder runter, andere Hand zur Decke, wir schauen hinterher. Immer weit bis zur Decke aufdrehen und wir schauen nach. Noch 10 Sekunden. Die letzten 5. Okay. Und ganz normaler Hantelmann, Arme oben, Beine auf. Am Ort. Noch 15 Sekunden. Letzten 10. Noch 3. Okay. Ausfallschritt nach vorne. Wir wippen ganz leicht 5-mal, 4, 5, wechseln dann die Seite, Rücken bleibt gerade, weiter Ausfallschritt, leichtes Wippen. Immer 5-mal pro Seite, immer im Wechsel. Noch 10 Sekunden. Noch 3. Okay, beide Beine gestreckt, Hände zum Boden. Arme und Beine bleiben gestreckt, wir wandern nach vorne und wir wandern zurück. Immer hin und her, wir wandern nach vorne, wir wandern zurück. Arme gestreckt, Beine gestreckt. Noch 10 Sekunden. Letzten 5. Okay, immer tief gehen, diagonal boxen. Immer in der Mitte tief gehen, diagonal boxen, rechts und links. Und da, wo es gut läuft, der kann das Tempo etwas erhöhen. Noch 15 Sekunden. Noch 10. Ja, wir haben es fast geschafft. Danach noch 2 Übungen. Und dann sind wir aktiviert. Letzten 3 Sekunden. Okay, wir setzen uns hin. Die Beine etwas auseinander. Legen jetzt die Knie rechts und links ab. Ohne dass wir den Fuß berühren dabei. Rücken bleibt gerade, Oberkörper aufrecht. Rechts und links ablegen. Noch 10 Sekunden. Noch 5. Und letzte Übung. Einmal rechts, einmal links. Rückenlage. Wir greifen unter das Knie und
beugen und strecken das obere Bein. Untere Bein ist gestreckt am Boden, Fußspitze angezogen. Beugen und strecken. Noch 10 Sekunden. Noch 5. Okay, letzter Wechsel. Andere Bein. Gleiche Aufgabenstellung. Beugen und strecken. Fußspitze anziehen. Noch 15 Sekunden. Letzten 5. Und stopp. Wunderbar. Ich bin aktiviert. Ich bin warm. Jetzt gehen wir an die Bälle. Wir werden jetzt ganz einfache Technikübungen machen aus dem Bereich der Ballgewöhnung. Wir werden natürlich beidseitig, beidbeinig arbeiten. Und wir werden auch alle Übungen mehrfach wiederholen. Fangt also ganz bewusst erstmal langsam an. Und wenn ihr euch gut fühlt, wenn ihr euch sicher fühlt, könnt ihr nach und nach das Tempo steigern. Ich mache die Übung immer vor. Macht dann einfach gemeinsam mit und dann ziehen wir das Ganze hier wunderbar durch. Okay, wir starten mit einer Übung mit der Sohle. Fuß draufstellen. Wir arbeiten mit dem vorderen Bereich des Fußes, nicht den ganzen Fuß. Wir ziehen den Ball zurück, zur Seite weg, wieder zur Mitte und nach vorne. Allerdings, wir bleiben nicht auf dem Ball drauf, würde ja auch gehen, sondern immer leicht lösen und dann wieder stoppen. Leicht lösen und wir stoppen den Ball mit dem vorderen Bereich der Sohle. Okay, wir beginnen in 5 Sekunden. Schon mal vorbereiten, Fuß vorne drauf, in 3, 2, 1, los geht's. Ganz bewusst erstmal langsam ein Gefühl entwickeln für den Ball. Und wenn sich das gut anfühlt, wenn ihr Kontrolle habt über den Ball, könnt ihr das Tempo gerne auch steigern. Hälfte habt ihr geschafft. Noch 10 Sekunden. Letzten 3. Und stopp. Okay. Ja, nicht mit dem ganzen Fuß drauf, wirklich versuchen mit dem vorderen Bereich des Fußes. Wir nehmen jetzt das andere Bein. Ja, bei den meisten noch nicht der schwache Fuß. Gleicher Ablauf, erstmal langsam anfangen, Gefühl für den Ball entwickeln. Fertig machen, los geht's. Auch hier von vorne zur Mitte, nach außen und zurück. Wenn ihr euch gut fühlt, Tempo langsam steigern. Aber erstmal Sicherheit holen. Ihr habt die Hälfte geschafft. Noch 5 Sekunden. Und stopp. Okay, kurze Pause. Wir machen wieder die andere Seite, gleiche Übung. Wer Probleme hatte, bleibt genau in dem Bereich, macht es auf keinen Fall schneller. Wer sich gut gefühlt hat, kann das Ganze jetzt auch schneller machen oder im Rhythmus. Das heißt, mit dem anderen Bein im Rhythmus leicht mitwippen. Los geht's! Immer 30 Sekunden Übungszeit. Wunderbar. Die Hälfte habt ihr geschafft. Noch 10 Sekunden. Letzten 5. Und stopp. Anderer Bein, gleicher Ablauf. Sicherheit. Gerne das langsam durchführen. Wenn ihr euch gut fühlt, wenn ihr den Ball beherrscht, dann das Tempo nach und nach steigern oder sogar im Rhythmus mitwippen. Noch 3 Sekunden Pause. Los geht's. Wir arbeiten mit dem vorderen Bereich des Fußes, mit der Vordersohle. Ihr habt die Hälfte geschafft. Letzten 5 Sekunden. Und stopp. Okay, gut. Kurz lockern. Wir gehen zum Pendeln über. Das kennen die meisten auch aus dem Training. Das heißt, wir pendeln den Ball zwischen beiden Innenseiten, zwischen den Füßen. Langsam starten. Wir können gerne nach und nach das Tempo erhöhen. Noch 3 Sekunden Pause und los geht's.
und wer sich gut fühlt, kann man dabei auf seine Arme achten. Sind die Arme verkrampft oder gehen die Arme locker am Körper mit? Und wer das auch gut macht, versucht man nach und nach den Blick vom Ball zu lösen, auch mal nach vorne zu schauen, in die Kamera, auf den Bildschirm und die Arme bleiben locker am Körper. Noch 5 Sekunden. Und stopp. Okay, wunderbar. Ich glaube, das ist eine Übung, die die meisten von euch schon gut beherrschen. Hier kann man das Tempo gerne auch erhöhen. Oder, wie ich es jetzt mache in der zweiten Runde, mal eine Drehung einbauen. Einfach eine Drehung beim Pendeln um die eigene Körperachse. Fertig werden. Los geht's. Dabei trotzdem pendeln, Arme locker und immer mal den Blick vom Ball lösen. Man kann auch mal die Richtung des Drehens verändern. Oder am Ort ganz einfach das Tempo erhöhen. Je nachdem, wie ihr euch gut fühlt, was für euch möglich ist. Ihr habt noch 10 Sekunden. Noch 5. Und stopp. Wunderbar. Übung 2 habt ihr geschafft. Übung 3. Im Stand ganz ruhig für Spielen. Mit dem Spann nach vorne, stoppen, Sohle zieht zurück. Andere Bein. Spann nach vorne, stoppen, Sohle zurück. Ganz langsam, kein hohes Tempo, erstmal nur im Stand. Okay? Los geht's. Nach vorne, stoppen, zurück. Nach vorne, stoppen, zurück. Macht das ganz eng am Ort. Ihr habt ständige Ballkontrolle. Noch 10 Sekunden. Letzten 3 und okay. Wen das schwer fiel, gerne so weiter in der zweiten Runde. Ansonsten könnt ihr auch das Ganze mit einem Zwischensprung des Gegenbeines im Rhythmus unterstützen. Ja. Also hier das Tempo etwas erhöhen. Fertig werden, los geht's. Ihr habt die Hälfte geschafft. Letzten 10. Drei, zwei, eins. Und stopp. Wunderbar. Wir pendeln jetzt wieder in der nächsten Übung, aber jetzt pendeln wir nicht mit der Innenseite, sondern mit der Sohle. Rüberziehen, stoppen. Rüberziehen, stoppen. Das ist die Grundform, die erstmal ganz sicher machen, dass wir den Ball mit der Sohle rechts und links in den Herzchen. Fertig? Start! Los geht's! Pendeln mit der Sohle zwischen dem rechten und linken Bein. Auch hier, wenn das leicht fällt, der guckt nach oben, schaut mal an den Bildschirm, schaut vielleicht zu seinen Eltern und wir lassen den Ball pendeln. Noch genau 10 Sekunden. Wir arbeiten mit dem vorderen Bereich der Sohle. Noch 5. Einfache Ballgewöhnung und stopp. Auch hier, Pause für euch. Wenn das Probleme bereitet, was gut sein kann, was ungewohnt ist, langsam wiederholen. Wenn das leicht fällt, der macht das Ganze etwas schneller und unterstützt das durch einen echten Sprung. Okay, ihr habt noch 3 Sekunden Pause. Runde 2, los geht's. Noch 10 Sekunden. Klasse. Letzten 5. 3, 2, 1. Und stopp. Wunderbar. Gut. Letzte Form ohne Hütchen. Dann nehmen wir unseren Markierungsgegenstand. Wir spielen mit der Innenseite raus. Zwischenschritt, Innenseite, stopp. Andere Bein. Außenseite raus, Zwischenschritt, Innenseite, stopp. Außenseite raus, Zwischenschritt, Innenseite, stopp. Okay? Los geht's. Jetzt mal langsam. Rausspielen, stopp. Außenseite, Innenseite stoppt, Außenseite, Innenseite stoppt, Außenseite, Innenseite stoppt, rechts und links. Leichter Zwischenschritt, Außenseite spielt raus, Innenseite stoppt, Außenseite spielt raus, Innenseite stoppt.
Schaut, dass der Ball immer schön nah am Fuß liegt, dass ihr Kontrolle habt. Und beim Rausspielen tiefen Körperschwerpunkt raus. Tiefen Körperschwerpunkt raus. So ein Stopp. Okay. Gerne so weiter, oder? Wenn das zu leicht ist, der erhöht das Tempo, dass wir hier das Ganze mit einem tiefen Schwerpunkt, schnell von rechts nach links durchführen. Okay, und los geht's. Zack. Bei der Wende, beim Richtungswechsel, tiefer Körperschwerpunkt, ihr wollt weg vom Fleck. Wir gehen leicht in die Knie. Ihr habt die Hälfte geschafft. Noch 10 Sekunden. Die letzten 5. Und stopp. Okay. Kurz mal eine längere Pause für euch. Das heißt, nehmt euch jetzt irgendeine Klopapierrolle, eine Socke, ein Hütchenwert. Legt das hier hin. Wir wollen 2 Übungen an diesem Hütchen durchführen. Die erste Form ist so eine Art, wir ziehen wie ein V. Ja, wie der Buchstabe V. Auf der linken Seite ist der rechte Fuß auf dem Ball, also der innere Fuß. Zieht den Ball zurück, Innenseite spielt nach vorne, andere Bein stoppt, wieder der innere Fuß. Innerer Fuß jetzt links, zieht zurück, Innenseite vor, stoppen, zurück, Innenseite vor, stoppen, wie ein V. Wir haben immer 2 Kontakte, Sohle zurück, Innenseite stoppt. Ja, Sohle zurück, Innenseite spielt vor, stoppen, Innenseite vor, stoppen. Ja, das ist der Übungsablauf. Und auch hier ganz bewusst langsam anfangen. 2 saubere Kontakte, Sohle, Innenseite. Sohle, Innenseite. Okay? Wir beginnen in 5 Sekunden. 3, 2, 1. Los geht's. Gerne langsam anfangen. Sohle zieht zurück, Innenseite spielt vor. Immer der innere Fuß im Vergleich zum Hütchen, innere Fuß spielt den Ball. Ihr habt die Hälfte geschafft. Zieht den Ball schön zurück hinter das Hütchen und spielt ihn mit der Innenseite nach vorne. Die letzten 5 Sekunden. Und stopp. Gleicher Ablauf nochmal, 2. Runde. Ihr könnt das gerne auch beschleunigen und durch einen leichten Zwischensprung auch beschleunigen. Ja? Nehmen wir das Ganze nach dem Passen im Rhythmus leicht anstrengen. Und los geht's. Zack, zack. Zack, trotzdem Ballkontrolle, kein Ball geht weg. Noch 15 Sekunden. Letzte 5. Und stopp. Für mich ist es anstrengend. Ich hoffe für euch auch. Okay, wunderbar. Nächste Übung. Wir bleiben an dem Hütchen. Wir ziehen weiter im V. Jetzt mal mit 3 Kontakten. Das heißt, der Fuß innen, der mit der Sohle zurückzieht, der stoppt ihn auch. Und der andere Fuß, das andere Bein, spielt mit der Innenseite nach vorne und stoppt ihn ebenfalls. Ja? Dann haben wir immer Sohle zurück, Innenseite stoppt. Andere Bein, Sohle vor, Innenseite vor, Sohle stoppt. Immer 2 Kontakte pro Bein. Ja, dieses Vorstoppen, Innenseite, Vorspielen, Stoppen. Vorstoppen, Innenseite, Vorspielen, Stoppen. So wollen wir jetzt ziehen das Ganze. Okay? Langsam, los geht's. Innenseite stoppen, Vorspielen. Innenseite stoppen, Vorspielen. Immer das innere Bein stoppt vorne mit der Sohle, zieht zurück, stoppt mit der Innenseite und das andere Bein spielt vor. Rechts und links im Wechsel, wie ein V. Macht's bewusst langsam. Wer die Übung gut macht, der kann das Tempo gerne steigern. Ihr habt noch 5 Sekunden. Und stopp. Okay. Runde 2, auch Pause für euch, Runde 2 genauso. Macht es erstmal langsam. Wer sich gut fühlt, kann gerne auch mit einem leichten Rhythmus springen und das Ganze im Tempo dann leicht erhöhen. Indem immer das andere Bein leicht mitwirkt. Aber gleicher Ablauf. Fertig? Los geht's! Thank you.
Wunderbar. Und noch 12 Sekunden. Und stopp. Wunderbar. Okay. Wir nehmen jetzt beide Markierungsgegenstände. Wir legen die etwas weiter als Hüftbreite auseinander. Ja, also etwas, was wir so leicht reinstellen können, etwas weiter als Hüftbreite auseinander. Und jetzt spielen wir um die beiden Hütchen drumherum. Die erste Form, der Ball liegt vor den Hütchen, wir stehen leicht dahinter. Das innere Bein mit der Sohle drauf, zieht den Ball zurück. Das ist auf der linken Seite das rechte Bein. Zieht den Ball zurück, spielt mit der Außenseite rüber, Innenseite vor, andere Bein stoppt. Ja? Sohle zurück, Außenseite rüber, Innenseite vor, andere Bein stoppt. Außenseite rüber, Innenseite vor, andere Bein stoppt. Also wir haben diesen Kontakt mit der Sohle, den Kontakt mit der Außenseite, Kontakt mit der Innenseite stoppt. Drei Kontakte, dann das andere Bein. Auch hier, wir werden wieder zweimal durchüben, immer knapp 30 Sekunden. Macht es erstmal langsam, Ablauf kennenlernen und dann können wir das Tempo gerne steigern. Okay? Fertig werden. Los geht's. Zurückziehen, Außenseite vor, Innenseite vor, stopp. Außenseite rüber, Innenseite vor, stopp. Außenseite rüber, Innenseite vor, stopp. Wir stoppen mit dem vorderen Bereich der Sohle, wie wir es vorhin geübt haben. Und wenn das leicht fällt, der kann schon mal darauf achten, dass wir einen tiefen Körperschwerpunkt haben, um wirklich auch wegzukommen vom Gegenspieler. Wegzukommen vom Gegenspieler. Also leicht das Gesäß nach unten nehmen, leicht in die Knie gehen. Noch 5 Sekunden. Und stopp. Okay. Der Ablauf ist völlig ausreichend. Lieber mehrfach wiederholen. Nur wer sich ganz sicher fühlt, kann jetzt hier in der Form das Tempo gerne auch erhöhen. Stoppen mit der vorderen Sohle, weil dann kann ich hier gut arbeiten. Und bei der Wende beim Abkappen tiefer Körperschwerpunkt. Los geht's. Hälfte habt ihr geschafft. Noch 3, 2, 1 und stopp. Nächste Übung, eigentlich ganz ähnlich, nur wir ziehen jetzt mit der Sohle zurück und die andere Sohle nimmt ihr mit rüber. Innenseite vor, stoppen. Wieder innere Fuß, Sohle zurück, andere Bein, Sohle rüber, Innenseite vor, stoppen. Okay? 3 Sekunden geht's los. 2, 1, los geht's. Erstmal ganz langsam reinkommen, Innenseite vor, stoppen. Sohle zurück, Sohle rüber, Innenseite vor, stoppen. Denkt dran, was wir vorhin gesagt haben, arbeitet mit der vorderen Sohle. Also nicht den ganzen Fuß draufstellen, es reicht vorne der Fußballen. Noch 5 Sekunden. Und stopp. Letzte Form dazu. Ähnlicher Ablauf, jetzt ist aber der andere Fuß drauf. Der äußere Fuß zieht zurück, Innenseite stoppt. Innenseite rüber, stoppen, Innenseite vor, stoppen. Ja, Innenseite stoppt, rüberspielen, Innenseite stoppt, vorspielen, äußere Fuß. Kompliziert? Ich glaube, wir schaffen das. Ganz langsam. Los geht's. Innenseite stoppt, rüberspielen, stoppen, vorspielen, Sohle drauf. Stoppen, rüber, stoppen, vor, drauf. Ja, das ist wie so zwei kleine Pendelbewegungen und dann stoppen wir oder so. Zack, 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 stopp. Zack, 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 stopp. Okay. Wunderbar. Ihr habt noch 5 Sekunden. Und stopp. Okay, Pause. Ja, komplizierte Übung, macht's langsam. Wer das auch beherrscht, kann das Ganze auch schnell machen, der macht dann diese Pendelbewegung einfach noch ein Stück weit schneller, ja? Zack, 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 zack und vorspielen. Pendeln und vorspielen. Wir probieren's. Los geht's. Ah, weiter geht's. Noch 5 Sekunden.
Und stopp. Wunderbar. Okay. Kurze Pause für euch. Wir legen den Fußball zur Seite und gehen dann gleich an unsere kleinen Bälle zur Koordination. Okay, wunderbar. Wir wollen die Einheit abschließen mit verschiedenen Übungen aus dem Bereich der Koordination und brauchen da am Anfang erstmal nur einen kleinen Ball. Den nehmen wir in die Hand, stehen ganz normal auf beiden Beinen in der Hand, den Ball nach oben werfen und fangen. Und die freie Hand fährt einmal unter dem Ball durch und geht zurück. Bitte darauf achten, den Ball nicht über Kopfhöhe werfen und guckt auch, dass ihr nicht zwingend unter einem Lampenschirm oder unter einer Glühbirne steht. Okay, probiert es mal, los geht's. Einfach hochwerfen, fangen und der andere Arm, die andere Hand fährt einmal unter dem Ball durch. Könnt gleich mitmachen. Wunderbar. Andere Hand, gleicher Ablauf, nach oben werfen. Und die freie Hand unterkreuzt einmal den Ball. Ich denke, das geht mal ganz gut hin. Wer das ordentlich gemacht hat, wem das leicht fällt, der macht die gleiche Übung im Einbeinstand. Das heißt, wir nehmen das Knie vorne schön hoch, Ball wieder in die Hand nehmen, hochwerfen, unseren Ball durchfahren, Ball fangen. Ja, das ist schon deutlich schwieriger, gleiche Aufgabe, trotzdem versuchen, sicher zu stehen. Macht gleich mit, sicherer Einbeinstand, werfen und fangen. Okay, und stopp. Andere Seite, gleicher Ablauf, Einbeinstand, andere Bein jetzt und anderer Arm. Freie Hand fährt unter dem Ball durch. Zack. Gleich mitmachen. Okay. Gut. Jetzt wird der Ball umkreist. Das heißt, wie bei dem Fuß, wo ihr das erkennt von Around the World, versucht jetzt beim Werfen und Fangen die Hand den Ball einmal zu umkreisen. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr von innen nach außen oder von außen nach innen den Ball umkreist. Aber die Hand, der Arm wird einmal um den Ball geführt und dann wieder gefangen. Probiert es mal aus. Okay, andere Seite, anderer Arm, gleiche Aufgabenstellung. Einmal umkreisen. Auch hier mal probieren, von innen nach außen, von außen nach innen. Ja, da wo das noch nicht so gut klappt, übt das ruhig weiter. Denen das leicht fällt, die können das Ganze erschweren, indem sie den Ball zweimal umkreisen. Das heißt, wir werfen den Ball hoch, umkreisen den Ball zweimal und fangen ihn dann. Zweimal umkreisen und fangen. Ja, deutlich schwieriger. Versucht es erst einmal sauber zu machen und wer einmal ganz sicher schafft in beide Richtungen, der kann den Ball auch zweimal umkreisen. Noch hier, versucht beidhändig zu arbeiten, beidseitig zu arbeiten, auch mal den schwachen Arm nehmen, die schwache Hand nehmen und den Ball zweimal umkreisen. Okay. Holt mal kurz Luft, das ist auch für den Kopf immer relativ anstrengend. Wer das noch nicht sicher beherrscht, bitte erstmal mit einem Ball weitermachen. Ansonsten gerne nochmal zwei Bälle nehmen. Beide Bälle hochwerfen. Und beim Hochwerfen beide Bälle einmal umkreisen und fangen. Hochwerfen, umkreisen, fangen. Hochwerfen, umkreisen, fangen. Ja, aktuell gehen bei mir beide Arme nach innen und nach außen. Ich kann nochmal, dass die beiden Arme in die gleiche Richtung schwingen. Da kann man variabel sein. Macht es, wie es für euch am besten ist. Probiert es in Ruhe aus. Gerne erstmal mit einem Ball, wenn das gut beherrscht wird, nehmt beide Bälle. Ja, wir machen nochmal 20 Sekunden Übungszeit und dann geht es zur nächsten Übung. Okay, gut. Wir werden jetzt mit einem Ball weiterarbeiten und wir machen es jetzt gemeinsam. Das heißt, ihr werft den Ball auf mein Kommando hoch und fangt dann mit der Hand, die ich ansage. Ich mache es mal als Beispiel vor. Ihr steht mit Ball in der Hand. Auf mein Kommando werft ihr den Ball nach oben. Ungefähr Kopfhöhe, leicht über Kopfhöhe, nicht höher. Ja? Wir stehen also so da. Aufs Kommando hoch wird der Ball nach oben geworfen. Und dann sage ich rechts oder links. Und mit der Hand müsst ihr den Ball fangen. Also gut und schnell reagieren. Hoch, links. Ich fange mit der linken Hand. Wie ich hochwerfe, ist egal. Nur auf mein Kommando hoch. Hoch, rechts. Ich fange mit der rechten Hand.
Okay? Probieren wir es mal gemeinsam. Ball in die Hand nehmen, fertig werden. Hoch, links. Okay, fertig. Hoch, links. Wieder. Hoch, rechts. Hoch, links. Hoch, rechts. Okay, wir machen das jetzt weiter. Wem das zu schnell war, wer das noch nicht ganz schafft, macht genauso weiter die Aufgabenstellung. Wer das gut beherrscht, der macht jetzt Folgendes. Wenn ich sage rechts, fangen wir auch mit rechts, aber der linke Fuß wird nach hinten gesetzt, also diagonal. Und sage ich links, dann fange ich mit links, aber setze den rechten Fuß nach hinten. Ja? So, je nachdem, was ich sage, rechts, der Fuß wird nach hinten gesetzt. Links, der andere Fuß diagonal wird nach hinten gesetzt. Aufgabe ist die gleiche, aufs Kommando hoch, werfen, nach oben werfen und dann zuhören, mit welcher Hand ich das Ganze ansage. Fertig werden. Hoch, rechts. Okay, zurück. Hoch, links. Hoch, links. Hoch, rechts. Luft holen. Bleiben genauer bei der Übung. Weiter geht's. Hoch, rechts. Hoch, links. Hoch, links. Okay. Eine Variante noch dazu. Man kann das Ganze noch deutlich mehr erschweren. Das würde jetzt aber vielleicht auch zu weit führen. Wir bleiben bei der gleichen Aufgabenstellung, aber ich sage nicht rechts und links, ich sage 1 und 2. Heißt, aufs Kommando 1 fangt ihr mit rechts, aufs Kommando 2 mit links. Und wenn das zu leicht ist, er kann gerne wieder diagonal den Fuß nach hinten setzen. 1 ist rechts, 2 ist links. Los geht's. 1. 2. 2. Entschuldigung, ich muss ja sagen, hochwerfen. Alles gut, machen wir nochmal, machen wir nochmal. Komm. Okay, also das Kommando hoch, hochwerfen und dann 1 und 2. Also, fertig werden. Hoch, 1. Hoch, 1. Hoch, 2. Hoch, 2. Hoch, 1. Okay, ich glaube, das ist schon ganz schön schwer. Das kann man auch mal vielleicht zu Hause mit den Eltern üben, dass die einen den Ball zuwerfen und dann die Zahl reinrufen und man mit rechts oder links das Ganze fängt. Okay. Letzte Übung mit den beiden kleinen Tennisbällen. Dann gehen wir ein Stück weit wieder in Frequenzaufgaben, in Rhythmusaufgaben. Wir nehmen beide Bälle in die Hand, werfen sie hoch und fangen. Ja, das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. Hochwerfen, fangen. Hochwerfen, fangen. Hochwerfen, fangen. Das kriegen wir hin. Methodische Vereinfachung für den nächsten Schritt. Wir werfen jetzt nur einen Ball hoch, kreuzen aber die Hände und fangen den Ball dann so. Wieder gerade hochwerfen, Hände kreuzen, fangen. Gerade hochwerfen, Hände kreuzen, fangen. Mitmachen. Wir werfen immer gerade nach oben und die Hände kreuzen und fangen immer im Wechsel. Okay. Wem das zu schwer ist, der macht genau auf der Ebene weiter, um das zu lernen. Diejenigen, die das gut beherrschen, nehmen zwei Bälle. Werfen beide Bälle gerade nach oben, kreuzen die Hände, fangen. Aus den gekreuzten Händen wieder gerade hochwerfen, fangen. Werfen immer gerade nach oben und kreuzen die Hände, kreuzen die Arme. Macht bitte gleich mit. Okay. Übt das ein Stück weit. Wir werden euch dazu nachher auch noch eine kleine Aufgabe mitgeben, die man auch mal außerhalb dieses Online-Trainings trainieren kann. Wir brauchen jetzt unsere beiden Markierungsgegenstände. Legen die, naja, knapp einen Fuß breit auseinander und versuchen jetzt verschiedene Rhythmusaufgaben hier durchzuführen. Das machen wir gerne gemeinsam. Die Rhythmusaufgabe sieht wie folgt aus. Wir laufen vorne auf den Vorfuß. In der Mitte zwischen beiden Hütchen immer zwei Kontakte. Außen immer einer. Ja? Zwei Kontakte, außen einer. Also 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nimmt aktiv die Arme mit. Okay, das ist die Übung. Machen wir mal gemeinsam. Wer das gut macht, kann das gerne auch schnell machen. Und los geht's. Ja, wer sich gut fühlt, schaut mal nach vorne, schaut in den Bildschirm, schaut, dass die Arme nicht verkrampfen, sondern dass die locker am Körper mitgehen.
Noch 10 Sekunden. Und stopp. Okay. Nehmt wieder euren Fußball. Wir wollen mal den Armen etwas andere Aufgabe geben. Wir bleiben unten in der gleichen Aufgabenstellung. 2 Kontakte, 1 Kontakt. Und dabei kreist der Ball um die Hüfte. Mal gucken, ob ihr die beiden Sachen schon miteinander koppeln könnt. Sieht dann so aus, ja? Das ist die Aufgabenstellung. Der Ball kreist, die Füße arbeiten. Wieder gemeinsam. Fertig werden. Und los geht's. Auch hier die Möglichkeit, wer das gut beherrscht, bei dem Blick vom Boden zu lösen, in den Bildschirm schauen. Arbeiten noch 15 Sekunden. Noch 5 Sekunden. 3, 2, 1 und stopp. Okay. Und bald kurz Pause. Wir versuchen mal, das Ganze zu verbinden mit Einbeinständen, also mit Gleichgewichtsübung. Heißt, wir arbeiten wieder mit 2 Kontakten und ja aus dem Einer, springen jetzt aber zurück und stehen im Einbeinstand. Ja? 2 Kontakte, springen zurück, Einbeinstand stehen. Ich muss gar nicht so hoch springen, es reicht einfach nur rüber, sicher stehen. Bauch fest, Knie nach oben. Ja? 2 Kontakte, macht gleich mit, stehen. 2 Kontakte, rüber springen, stehen. Steht ruhig mal 2-3 Sekunden, nicht gleich absetzen, nicht so hektisch. Ganz ruhig stehen, wunderbar, und wieder. Und stehen. Und nochmal gemeinsam. Und stehen, nicht absetzen. Knie vorne hoch, Bauch fest, gerade stehen. Und nochmal. Okay. Auch hier wollen wir beidseitig arbeiten. Andere Seite. Wir arbeiten mit 2 Kontakten und springen dann rüber in den Einbeinstand. Macht gleich mit. Andere Seite. Gleiche Übung. Und nochmal. Und springen rüber in den Einbeinstand. Und nochmal. Denkt dran, wenn wir stehen, ruhig stehen bleiben, mal 2-3 Sekunden. Und weiter geht's. Einmal noch. Und stopp. Okay. Das letzte, das mache ich jetzt nur mal vor. Das könnt ihr gerne mal in Ruhe langsam üben. Das heißt, wir hatten gerade die Aufgabe hier mit in der Mitte 2 aus dem Einkontakt. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Wir hatten davor die Aufgabe, dass 2 Bälle gerade hochgeworfen werden und über Kreuz gefangen werden. Versucht das beides mal zu verbinden. Das heißt, in der Mitte 2 Kontakte, außen 1 Kontakt. Und dabei werden die Bälle gerade hochgeworfen und die Arme kreuzen. Ja, das braucht bestimmt ein bisschen Zeit. Da könnt ihr in Ruhe üben. Das war's von uns. Das war unsere Online-Einheit für die Altersklassen 10 bis 14 mit einem großen Schwerpunkt Ballgewöhnung, Technik und Koordination. Wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Freude beim Probieren und beim Trainieren. Viele Grüße, euer Landestrainer.